Hier ist unser zweiter Gast, Achim aus München. Achim, herzlich willkommen. Hallo. Hat Platz genommen, fühlt sich wohl, ist bereit, freut sich auf euch. Und Sie, meine Damen und Herren, sind gespannt und dürfen sich auf Achims Geschichte freuen. Es ist euch auch aufgefallen, ja? Was? Kein Nachname. Kein Nachname. Kein Nachname. Ja. Ja. Ein ganz berühmter Achim Punkt, Punkt, Punkt. Achim Punkt, wenn wir das wissen, ja, wissen wir, wer er ist. Dann haben wir seinen Nachnamen. Ja. Geschichte ist wieder ausgeblendet. Hubertus wird beginnen. Und der Ratehinweis lautet, dunkle Stunden liegen hinter ihm. Achim, guten Abend. Abend. Suchen wir nach einem Ereignis. Ja. Haben Sie das Ereignis gewollt? Ja. Hat das was mit der Nacht zu tun? Nein. Waren Sie draußen in der freien Natur? Ja. Waren Sie, obwohl Sie es gewollt haben, war das ein gefährliches Ereignis? Also haben Sie sich in Gefahr begeben? War nicht ohne. War es ein Rekord? Nein. Hatte das was im weitesten Sinne auch mit Ihrem Beruf zu tun? Ja. Jein. 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 Die ersten 200 Euro. Bitte schön. Hallo. Hallo. Achim, geht es um Dunkelheit? Ja. Okay, waren Sie eingeschlossen? Nein. Haben Sie sich in einen dunklen Raum begeben? Nein. In ein dunkles, in irgendein, hat das was mit Nacht zu tun? Nein. Also Sie sind wohin gegangen, da war es sehr dunkel. Ja. Und sind Sie da freiwillig reingegangen? Ja. Waren Sie da besonders lange drin? Ja, schon. Waren Sie eingeschlossen? Nein. Haben Sie da was gesucht? Nein. War das ein Gebäude? Nein. Eine Höhle? Nein. Ein Fahrzeug? Nein. Im Wald? Nein. 400 Euro. Jörg. Lieber Achim, herzlich willkommen in Hamburg. Achim, wir kennen Ihren Nachnamen nicht. Ist Ihr Nachname entscheidend für die Geschichte? Nein. Habe ich den gar nicht gesagt? Achim Schlöffel. Gut, lieber Achim. Ach, ist mir so durchgerutscht. Liegen hinter Ihnen. Haben Sie das liegend gemacht? Nein, nicht im eigentlichen Sinne. Okay, es hat ein bisschen mit Ihrem Beruf zu tun. Sind Sie Polizist? Nein. Sind Sie Bergmann? Nein. Hatte das einen sportlichen Hintergrund, was Sie da gemacht haben? Ja. Ja? Ja. War das tauchend? Ja. Wann sind Sie Nachttaucher? Nein. Sind Sie besonders tief getaucht? Nein. 600 Euro. Jetzt kommt Bernhard Hoeker. So, jetzt mach rein das Ding. Sie. Haben Sie einen Rekord aufgestellt im Tauchen? Nein. Sie haben einen besonderen Ort betaucht. Ist es wichtig herauszufinden, wo Sie getaucht sind? Ja. Ja. War der in Europa? Ja. In Deutschland? Nein. In Nordeuropa? Mitteleuropa? Nördliches Europa. Ja. Meer. Nordsee? War es ein Meer? Ja. Nordsee? Ostsee? Nee, Ostsee nicht. Nordsee sind Sie sich nicht sicher. Das sind ja beim Meer manchmal so fließende Übergänge. Genau. Sind Sie eine bestimmte Strecke getaucht? Ja. Die relevante? Sie sind 800 Euro. Und jetzt dürft ihr noch mal... Er ist offensichtlich in der Nordsee gestartet mit der Strecke. Ich glaube, er ist von Dänemark nach Schweden getaucht. Sowas kann ich mir auch vorstellen. Weil das ist Nordsee, aber nicht ganz Ostsee. Oder Ärmelkanal. Also wir müssen rausfinden, wo er durchgetaucht ist. Welche Strecke er getaucht ist. Welche Strecke, das ist extrem schwierig. Ihr dürft jeder noch einen Tipp abgeben. Ja, ich bin mir dessen vollkommen bewusst. Ich glaube, Sie sind der erste Mensch, der von
St. Petersburg, dem östlichsten Punkt der Ostsee, die ganze Ostsee durchgetaucht, also natürlich in mehreren Stationen durchgetaucht sind, dann Skagerrak, Kattegat in die Nordsee rein und ich sage mal bis nach England. Eine gute Idee, aber die Ostsee hatte sich vorhin schon ein Nein abgeholt. Ich dachte, ich probiere es noch mal. Nein, Stefanie. Dänemark nach Schweden? Ich bin noch nie getaucht. Ich habe keine Ahnung, was wirklich möglich ist. Ja. Nein. Jörg. Sie sind einmal komplett um England rumgetaucht. Nein. Nein. Bernhard? Sie sind von Irland nach Island getaucht. Nein. Und damit, Achim, herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro. Dankeschön. Zwischendurch haben wir beide mal ganz kurz gezuckt, ja, denn einmal fiel die richtige Antwort, aber leider wurde sie ja dann nicht benannt in den letzten Tipps. Achim Schlöffel ist als erster Mensch überhaupt durch den Ärmelkanal getaucht, und zwar von England nach Frankreich. Stimmt, das haben wir gesagt. Ja, das haben wir nicht als Frage formuliert. War es sehr, sehr dunkel, eine spektakuläre Reise. Achim Schlöffel aus München. Sein Element ist das Wasser. Aber jetzt, halten Sie mal die Luft an. Ich bin als erster Mensch der Welt durch den Ärmelkanal getaucht. Hauptberuflich restauriert der Extremtaucher Boote. Aber die Unterwasserwelt verzaubert ihn schon seit der Kindheit. Nach der Schule die Ausbildung zum Berufstaucher. Dann Kampftaucher. Dazu eine eigene Tauchschule. Bis heute sind das rund 10.000 Tauchgänge. Doch einen großen Traum hat er noch. Ich war als Kind öfters in England und habe da die Kanalschwimmer beobachten dürfen und habe mir damals schon gedacht, Wind, Welle, die Schiffe, vielleicht wäre es einfacher, unten runter durchzutauchen. 2012, der Tauchgang seines Lebens. 65 Kilometer vom englischen Dover ins französische Calais. Allein, mit unglaublichen 150 Kilogramm Ausrüstung. Und die Angst taucht mit. Also ich persönlich hatte relativ große Bedenken bezüglich treibender Netze. Ich bin fast in den treibenden Container geknallt. Ansonsten sind es natürlich die Schiffe. Es ist wie eine Autobahn. Tiefgang 15, 16 Meter von den großen Pötten. Das wäre tödlich gewesen. 12 Stunden nonstop unter Wasser. Dunkelheit, Kälte und kaum Sicht. Dann ist es endlich geschafft. Achim durchtaucht als erster Mensch der Welt den Ärmelkanal. Und das Glücksgefühl kam natürlich, als ich wusste, ich habe es geschafft, ich bin auf der richtigen Seite rausgekommen. Und ich meine Frau dann wieder gesehen habe. Achim Schlöffel. Unter Druck ist er der Beste. Achim, das war das allererste, was ich mich gefragt habe. Wie orientiert man sich? Weil ich habe so ein bisschen Bedenken, dass GPS so unter Wasser ordentlich funktioniert. Wir hatten tatsächlich lange überlegt, wie wir es machen, eben auch mit GPS, nachgezogener Boje etc. Das ging aber alles nicht aufgrund der Schiffe, mit Uhr und Kompass tatsächlich. Aha. Hört man das, merkt man das, wenn so ein fetter Pott da über einen drüber kommt? Ja, ich bin dummerweise dem größten damaligen Containerschiff zu nahe gekommen. Der Wegner, und die hat einen Tiefgang von knapp 20 Meter mit der Schraube. Und da ist die Vibration so stark, dass man tatsächlich, dass die Maske flutet, dass die Mundstücke nicht mehr sauber zu halten sind. Und dann wird es schon unangenehm. Eine Wahnsinnsgeschichte. Super. Ja, der erste Mann, der durch den Ärmelkanal getaucht ist. Achim, 1.000 Euro. Vielen Dank. Sind es geworden. Ja, guck mal hier. Ne? Also die Geschichte Super. Ist doch auch immer noch einträglich. Ja? Herzlichen Dank für den Besuch und alles Gute. Dankeschön. Ja.